Tristan und Isolde treffen sich als Geister im Garten. Den Geist von Tristan, den spielt Tadashi Endo in der Wagner-Inszenierung an der Staatsoper in Hannover. Seit 30 Jahren ist Tadashi Endo Butoh-Tänzer. Entstanden ist dieses Tanztheater Ende der 60er Jahre in Japan. Butoh hat weder eine feste Choreografie, noch ist Butoh ein klassischer Tanz. Man bewegt sich nach Gefühl und passt sich dabei, wie hier bei Tristan und Isolde, dem Moment von Liebe, Verlust oder Tod an. Zwischen all den Musikern und Sängern auf der Bühne will auch Tadashi Endo als stummer Tänzer mit seinem Körper Eindruck beim Zuschauer hinterlassen. Mir geht es viel mehr darum, diesen innere Gefühlsausdruck, zum Beispiel Sehnsucht oder mehr als Liebe, was ist der Tod. Ja? Und dieses Gefühl zum Ausdruck zu bringen, geht es mir erstmal, innere Spannung aufzubauen. Die Kraft für die anstrengende Arbeit auf der Bühne holt er sich in vertrauter Umgebung in seinem Garten. Hier in Göttingen übt er fast jeden Tag für seine Auftritte, denn die Natur hat auf ihn beim Butoh einen großen Einfluss. Wenn der Butoh-Tänzer tanzt, ich sehe immer auf der Bühne etwas anderes. Es sei denn, Wind weht oder es regnet ja oder Temperatur hat sich verändert. Ich gehe auf die Bühne, ich tanze nicht. Aber neben mir, hinter mir, über mich bewegt sich etwas. Viele seiner Inspirationen kommen ihm auch beim Kochen. Denn das ist für ihn wie Butoh-Tanzen. Das macht er auch nie nach strengen Vorgaben und immer mit einer ordentlichen Prise Leidenschaft. Zum Kochen, was braucht man? Gewürz. Das ist der Feeling. Wie man mit dem Tänzer arbeitet, dann kann er ja alle schöne Bewegungs- und choreografische Folge sein. Sieht zwar schön aus, aber wenn man da probiert, dann, ja, das ist doch langweilig. Ne? Und das ist der letzte Ende, wie man dann in diesen Tanzarbeit eigene Gefühl hineinwirft. Und das ist beim Kochen Gewürz. Erst mit über 40 entdeckt der Japaner Butoh-Tanz während seines Regiestudiums in Wien. Da begegnet er Kazuo Ono, dem mittlerweile verstorbenen Mitbegründer des Butoh. Diese Begegnung ändert für den heute 71-Jährigen alles. Hier hat er Butoh verstanden. Butoh-Tanzbewegung im Vergleich zu klassischem Ballett oder modern weniger reduzierter bewegen wir uns. Und diese Reduzierung ist wiederum sehr japanisch. Und das bringt Tadashi Endo auch bei Tristan und Isolde an der Staatsoper Hannover ein. Butoh-Tanz und Wagner-Oper, für ihn als Tänzer und seinen Regisseur eine Herausforderung und eine Bereicherung. He can produce things that er ist in der Lage, sich so in die Rolle hineinzuversetzen, wie ich es selten gesehen habe. Das beeinflusst meine Arbeit und die Arbeit der Sänger. Und ich genieße das sehr. Oper, erstmal diese gewaltige Maschinerie und dann Musik, so alle Sänger, wie sie singen und auch besonders, wenn die alle Chorleute auf der Bühne und dann singen. Boah, das so vibriert. Unglaublich. Das ist wunderschön. Butoh. Für Tadashi Endo eine Tanzform, Körperkult und vor allem eine Lebensphilosophie.